Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Dustin Elysian Tale. Und wir sind immer noch mitten im großen Showdown. Die Armee marschiert und wir schmettern Roffelkopter auf den Boden. Das ist schon irgendwie heftig. Naja, ich habe mir schon gedacht eigentlich, dass krasse Sachen... Okay, der Pilot ist betrunken, so wie der jetzt gerade abstürzt. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwelche abgefahrenen Sachen kommen, nachdem wir am Anfang von der Schlachtvorbereitung die Generatoren erst anschmeißen mussten. Zwischensequenz. Die prügeln sich, während wir eine Zwischensequenz haben. Please, Dust is fine. Well, Dust, we got this teleporter up and running just a few moments ago. If you have any business elsewhere, now is the time to do it. Once the charge begins, there's no turning back. Na gut. I understand. Thank you, my friend. Also hätten wir auch hier einfach umdrehen können. Aber nö. So, brennen wir sie mal einfach mal weg. Wir wollen nämlich weiter. Sehr gut. Ihr mit euren billigen Blechschwertern könnt gar nichts für dich ab. Oh, du hast eine große Axt, damit kannst du mir dann schon eher was. So, aber ich habe die Klinge von Ara. Selbst du kannst mir nicht widerstehen. Wer fällt gerade so auf? Die haben ja jetzt auch Schwerter. Bis jetzt hatten sie doch die ganze Zeit nur Speere. Aua. Oder ist es mir bis jetzt noch nicht gleich aufgefallen, was sie hatten in der ganzen Klopperei? Auf jeden Fall, die Mondblüter haben hauptsächlich Speere. So. Stirb einfach mal. Ja, Fitchet ist schon imbar mit ihren Flammen. Naja, nachdem wir ihr sie so imbar gemacht haben. Oh. So. Teilen wir mal die Menge. Oder so ähnlich. So. Save Point. We can't go on any further. Those enemy cannons are far too powerful. You'll need to find a way around their flanks so you can destroy them. Okay, kein Problem. Große Wummen kaputt machen. Hast du was Interessantes zu verkaufen? Leider keine Schlüssel mehr. Wow. Ich wollte euch eigentlich nicht stören, Jungs. Macht ruhig weiter mit dem, was ihr gemacht habt. Ich bin eigentlich auch schon gemein. Ich stürme da einfach so ins Haus von jemandem. So. Ein Schlüssel, zwei Schlüssel, drei Schlüssel, vier Schlüssel haben wir. Jetzt, gell? Ja. Das reicht genau für einen Käfig. Wow. Au. Und da ist schon wieder eine Truhe. Mal sehen, was hat die zu bieten. Und ja, ich öffne wirklich alles, weil ich denke nicht, dass die Entwickler so gemein sind. Büffelburger. Dass die Entwickler jetzt so gemein sind. So, recht mal runter. Ihr da. Und ich will nach oben. Da oben ballern die Kanone immer noch rum. Ihr Ninjas könnt auch nichts und hier sind irgendwelche alten Funzen. So, und du da noch? Ja. Geht mir alle mal aus dem Weg. So. Na komm schon. Die können aber auch echt hartnäckig blocken und ausweichen. Ah, das sind Gaius Soldaten. Was erwarte ich?
Das hier sieht aus wie eine Ringkampfarena. Ich bin hier, da komischer Au. Jetzt bin ich in der Wand feststecken geblieben. Und ja, ich erfinde irgendwelche Ausreden. Da ist noch einer von denen. Nein, das ist Bärheinis. So. Leg dich hin und steh nie wieder auf. Das ist gesünder für dich. Au. Von hinten ist gemein und weg mit dir. Die können aber auch immer gut ausweichen. So. Und du bist zu dumm, irgendwas zu machen, bis ich dich totgeprügelt habe. Ist ja auch toll. So, jetzt gibt's mal wieder Fidget Action. Oh, wir haben keine Energie mehr, ha? Aber wir haben sie auch ziemlich schnell aufgeladen. Naja, jeder Kombo-Punkt lädt die Energie schneller wieder auf. Wenn ich das noch richtig weiß. Und wieder ein Stufenaufstieg. So. Stufenaufstieg, Verteidigung. Kiste. Mal wieder. Militär-Upgrade-Bauplan. Ist schlechter als das, was ich zurzeit habe. Und lass mich raten, genügend Hundemarken und so. Für das hier habe ich erst recht nicht. Gar keine. Aber einen Haufen Eisen. Und Hundemarken wird sie wahrscheinlich 7 Stück haben. Na, dann kaufen wir die 7 Stück mal. Da, die Kanonen. Weg mit dir. So, und die können weiter vorstürmen. So, dann gucken wir uns mal kurz in der Richtung um. Ob es da irgendwo einen Weg nach oben gibt oder so. Oder ob der Weg nach oben einfach der Weg weiter ist, wenn wir in die Richtung gehen. Das könnte natürlich auch sein. Ah, verhaut den da mal. Ups. Ja, in so einer Schlacht kann vieles schief gehen. So, die Kanone ist weg. Und wir können mal kurz hier lang gucken. Hier ist ein Generator. Okay, so wie es aussieht, geht es hier weiter. Deswegen gucken wir einfach mal an den hier vorbei. So viel prügeln müssen wir uns ja nicht. Ja, ich will nach oben eigentlich. Bloß ich komme nicht mehr nach da oben. Achso, stimmt ja. Da muss ich erst hier runterfallen. Und einen Abflug machen. Und hier oben geht es eh nicht weiter. Mist. Also müssen wir hier lang weiter. Au. So. Eine Bombe für euch, weil ich so nett bin. Darum ist schon wieder eine Kanone. Wo feuert die denn bitte schön hin? Wir sind in einer Höhle. Ah, durch das Oberlicht da. Es gibt sogar, glaube ich, ein Achievement, wenn man alle Kanonen hier zerstört. So, Klopperei mit der ganzen Meute. Während die anderen nur da stehen und zusehen. Genau, brenne Big Bully.
Machen wir ein schönes Rindersteak aus dir. Du da noch weg. Jetzt kommt der von oben, ich glaub's nicht. Hoch will ich bitte, danke. Bomben. So. Hoch geht's da lang, aber ich würde gerne runter. War das schon der ganze Schatz? Nein, da. Hups. So und so. Und jetzt können wir hoch. Hier können wir da lang mal kurz zurückgucken. Ich habe da so das Gefühl, wir müssen was mit denen machen. Genau. Wir haben 4 Schlüssel, also können wir diese Kiste auch wieder ruhig öffnen. Hochzeitsring? Was zur Hölle? 20 Regeneration, 20 Angriff, 20 Verteidigung. 2x Fidget, na gut, 2x Gold, EP-Bonus, Glück, alles Mögliche. Ja, der wird definitiv angezogen. So, und dann geht's hier wieder weg. Und ich höre schon wieder eine Kanone. Das hier müssen wir wegrücken lassen, dann können wir uns nämlich hier hochschießen, ne? Hörst du mal auf zu fließen? Genau, danke. Aua. Au. Nicht gut. Danke. Wo auch immer ich hier gerade gelandet bin, ob ich dahin wollte, weiß ich es gerade gar nicht. So, jetzt haben wir schon wieder den Schlüssel, den wir gerade eingebüßt haben. Und noch eine Kanone. Und Läden sind aufgefüllt. Gut. Das heißt, die Armee, sofern noch eine vorhanden ist, kann weiter vorstoßen. Ja. Oh, oh, oh. Und es gibt wieder eine Kanone, hä? Runter mit. Das wollte ich nicht. Aber ein Hotdog, hm? Wenigstens etwas. Ja. Ups. So, weg mit der Kanone. We are nearly there, Mithralin. Once we are through their line, General Gaius will be within sight. No matter what happens, my friend, it has been an honor to fight by your side. Danke gleichfalls. So, weg mit dem da erstmal. Oh, da ist auch noch gleich einer. Und wieder ein besoffener Pilot. Also ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich mache den meisten Königskrabbenbeine. Alles mögliche an Zeug. So ein paar Sekunden lang mehr an, das ist auch keine verkehrte Idee. Und einfach mal durchkämpfen. Ups. So. Ich hoffe, dass jetzt gleich noch ein Save-Point kommt. Damit ich mal wieder speichern kann.
Vielleicht beim nächsten Gebiet. Dann geht der Part halt noch mal ein paar Minuten länger. So. Oh, noch einer von euch. Noch viel mehr von euch. So. Könnt schön abstürzen. Habe ich nichts dagegen. Was für ein Infusion mit dem Netzel. Au. So. Und Levelaufstieg. In Gesundheit. Ja, genau so geht das. Und noch mehr Feuerbälle vom Fidget. Als kleine Geschenke für euch. Und weg mit dir. Dann können wir auch endlich weiter. Und ja, wo... Karte. Okay. Save Point kurz vor dem großen Finish. Jupp. Dann würde ich mal sagen, speichere ich hier. Jupp. Wir sind schon bei 112%. Und dann gibt es erstmal einen Cut, bis es dann wahrscheinlich zum Finale geht. Also bis dann.